Willkommen zurück da draußen bei Epoch, wir sind ausgestiegen. Ich. Da vorne ist KI. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben und haben versucht, uns erstmal zu sortieren und schon haben wir hier den nächsten KI-Angriff. Alter, was war das denn? Mörser? Granatwerfer. Da war einer im Sicht. Ist down. War das der? Da waren zwei. Ja, waren da zwei? Hinten. Ich habe nur einen gesehen. Der auf dem Feld da hinten ist schon, ja, der ist schon down, ne? Hat er eine blaue Mütze? Eine blaue Mütze, schon eine blaue Jacke an? Ja, ne? Ja. Blaues Shirt? Okay, gut. Ja, gut, dann war es noch einer. Ich bin schon wieder gesattelt. Ja, willkommen zurück. Mit dabei ist wieder Homer und Bart und der DMD. Wir spielen wieder auf dem Server milfhunter.wtf 2303 der Port. Alle Infos zum TS als auch zur Webseite, zur IP meine ich. Webseite, habt ihr eine Webseite? Haben wir natürlich. Gut, natürlich alles in der Videobeschreibung. Und auch der Link zu DMDs Twitch-Kanal. So. A Supply Plan is crashed, wollen wir? Nee, noch nicht. Okay. Wobei wir sind gut ausgerüstet, finde ich. Oh. Da sind wir zu wenig Leute. Jo. Da musst du so mindestens 5, 6 Stück sein. Okay. Wer spielt denn sonst noch hier aktiv? Also oder? Einfach der Straße folgen. Ja, seid ihr gerade noch so mehr am. Erzähl doch mit DMD, erzähl doch mal ein bisschen was über den Server an die Zuschauer. Die haben jetzt 4 Folgen lang Epoch geguckt oder jetzt die 4. Und keiner weiß so recht, woher das Ganze kommt. Also ich habe gesagt, Slane, du, Sequel. Das habe ich den Leuten schon gesagt und dass ich halt gerne hier spielen möchte in Zukunft und dass die Leute hier mitspielen sollen. Jetzt erzähl dir doch mal bitte, wenn du spontan jetzt, was dir halt so einfällt, was so euer Plan ist und wie das Ganze zustande gekommen ist. Und alter Schwede, bin ich im Arsch. Ich bin ja fast tot, sehe ich gerade oben rechts. Wartet mal kurz. Alter, wie kann ich das nochmal benutzen, Medikit? Warte mal kurz. Use, alles klar, Mann. Alter, ich war voll im Arsch. Okay. Also ich muss dich erstmal korrigieren. Es sind Stingle, Sequel und ich. Wer ist denn Stingle? Stingle, der Zwerg Stingle. Okay. Also Legend Stingle. Genau. Okay. Wer Legend nicht versteht, ist von Minecraft ein Projekt von Gamers Time. Und wo auch DMD mit am Start ist. Ja. Wir haben beschlossen, wir werden einen Epoch-Server auf die Beine stellen. Auf dem wir gerade sind. Er ist noch in der Beta. Wir sind noch ein bisschen am Bugfixen und komisch. Und da vorne ist noch ein Hunter. Hast du nicht gerade gedroppt oder so? Nee, ne? Nee, nee. Also vor uns ist noch ein Hunter geradeaus und hier rechts ist der Truck. Ja, und eine AI. Wo ist die AI? Irgendwo hinterm Haus. Wie hast du die gesehen? Ich sehe das. Nee, oder? Na, falsche Richtung. Gut, den Hunter holen wir uns auf jeden Fall. Du darfst auch gerne weiter erzählen, außer natürlich haben eine Kampfsituation aus. Es wird ein bisschen arg hässlich hier gleich. Ja, wir haben jetzt gerade einen Umzug hinter uns. Das heißt, der Server ist seit gestern 18 Uhr wieder online. Ah, okay, cool. Das war ja ein lustiger Zufall, dass ich dann jetzt hier direkt raufkomme. Ja, ganz kurz, von wem habt ihr euch jetzt getrennt, wer jetzt hier nicht mit dabei ist? Slane. Slane, okay. Und gab es da irgendwelche Gründe dafür? War das einfach so, da hat er gesagt, keinen Bock mehr? Und? Na, von unserer Seite her haben wir einfach gesagt, du, ich glaube, es ist besser, wenn wir das so machen. Okay, alles klar. Gut, das war schon. Mehr müssen wir nicht drüber reden. Passt. Gibt ja immer. Ist immer so. Kommen und gehen. Ganz normal. Ja. Also, die AI, das ist ein Händler. Okay, alles klar. Ich habe nur durchs Fenster hier gesehen. Homer sitzt im Auto, ne? Ja. Dann steig doch mal in den Truck hier rechts ein und fahr den bitte. Ja, wir lange Namenssuche hin und her. Wir haben beschlossen, wir machen das jetzt richtig mit Webseite, Name und offiziell und hin und her. Ja, finde ich gut. Wow. Panik. Das bin ich. Nicht erschrecken. Ich dachte, es ist ein Hubschrauber. Ich fahr dich mal davor zum anderen Hunter, okay? Ach so. Wetten, ich bin schneller? Ja, warum bin ich denn hierher gefahren? Oh Gott. Alter, du kannst doch nicht cheaten, Alter. Cheate nicht, ich laufe nur schnell. Ja. Gut, als Admin darf man das, ja. Ich muss ja erzählen. Ja, bitte, erzähl weiter. Ja, parallel dazu werden wir noch zwei weitere Server auf die Beine klatschen. Einmal Alt is Life mit Extended, also mit Fahrzeugen, Hubschrauber, Waffen, Uniformen und so weiter. Ganz ein bisschen mit Balancing versuchen zu handeln. Ah, da habt ihr euch Großes vorgenommen, ey. Ja.
Und das dritte, das ist so etwas, was ich entdeckt habe, könnte dir eventuell gefallen, ich weiß nicht, ob du es kennst. Da geht es darum, dass man sich alle Ressourcen farmt, um Sachen zu craften. Also du kannst nichts kaufen. Ja, kenne ich, also ich kenne dieses Crafting-System, kenne ich ja. Aber was mich jetzt trotzdem interessiert, ist der Epoch-Server. Wir haben jetzt zwei andere Server vorgestellt, aber zum Epoch-Server hast du nicht viel gesagt, außer es ist in der Beta und wir spielen hier drauf. Kann dir ehrlich gesagt nicht sehr viel über den Epoch erzählen, weil das Okay. ist Sequels Genau, finanziert. das ist doch schon mal gut. Da müssen wir mal an SQL rankommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen was gehört über eure Zukunft und die Projekte. Also die Webseite, wie gesagt, alles unter der Videobeschreibung. Und dann Genau. checken wir mal die Lage ab. So, hockst du jetzt auch mal ins Auto rein oder willst du die ganze Zeit Moment. Du bist schon noch Teil dieses Spiels, ne? Das ist schon. Ja, ich weiß, ich komme nur nicht am Scope raus. Okay. Zweihander? Ja, logisch, warum nicht? Rein verkaufen, weiterfahren. Aber ich lasse keine 2500 Krypto hier auf der Straße stehen. Check hatte drin. Also ich finde unseren kleinen Konvoi super mit zwei Huntern und den. Also da hinten wäre gerade ein Händler. 50 Meter von hier. Dann drehen wir um. Wollen wir den Truck behalten? Ja, ne? Ich würde schon sagen, da hat massig was Oh Platz. no, ich bin schon wieder in was hängen geblieben, DMD. Ah Eieiei. ne, doch nicht. Passt, passt. Da habe ich wieder selbst befreit. Gut, das heißt, wir den Hunter verticken wir, aber den Truck behalten wir. Wie einfach rückwärts fährt, der Pin. Ja, das sind ja schon hier. Hätte es auch laufen können, wäre es schneller gewesen. Ja, aber das Auto muss ja trotzdem her. Na, ich verkaufe ihn nicht. Ja, ich frage mal ein Stück, wenn weg nicht, dass ich den verkaufe mit dem Inventar hier. Weil nicht, dass ich beide im Auswahlmenü habe und dann auswählen 50-50 den falschen verkaufe. Hast du Platz im Inventar? Nein. Weil sonst packt dein Stuff, den du nicht brauchst, in den LKW und verkauft den Stuff aus dem Hunter, der da noch drin liegt, separat. In dem hat das auch noch was drin? Okay. Ja, ein bisschen was. Das holen wir kurz mal mit Leerrollen. Danke. Die Kativa kann da mal rein. Ja, endlich, ja, die ganzen Rotz hier weg. Ah, die 45er packe ich jetzt weg. Die ist mir egal. Die nehmen nur Platz weg. Erste Hilfe. Ganze Magazine kommen da rein. Oh, 7 Stück. Was ist das hier? Rot und. Hä? Warum gehen die nicht übereinander? Keine Ahnung. Egal. Ah, du bist schon fleißig am Verkaufen, oder wie? Homer? Ja, finde. Okay, ich dachte, wir ticken trotzdem in den LKW rein, deswegen. Aber völlig egal. So, den Check packen wir da rein. Die Munition, alles klar. Wenn du willst, kannst du den Truck den auch gleich verkaufen, das ist leer. Oh, hier ist sogar ein Bett. Sweet Jesus. Aber ich habe mir nicht. Jetzt noch ein Stück auf die Seite, ich komme nicht ran an den Kerl. Dankeschön. Der Shop. Ich habe ihn auch nicht. Okay, warte mal kurz nochmal hier. Die Kiescherkammer verkaufen. Das blöde Taul. Ja, ist er immer noch nicht. Doch, bei mir kann ich verkaufen. Kriegst dann die Hälfte von mir in Krypto, okay? Das machen wir doch ganz fair hier, 50-50, Kumpel. Ja, da steckst du in meinen Truck. Falls wir eine Bank sehen, umdrehen. Also auch kurz noch Bescheid sagen. Mike? Einsteigen.
Du bist so sehr, ein bisschen so sehr AFK für eine Aufnahme. Was machst du denn nebenbei? Ich habe mir gerade ein Eis geholt und die Klimaanlage angeschmissen. Boah, Alter, Mann. Ich denke mal, wenn die Folge rauskommt, dürfte es auch wieder in Deutschland richtig heiß sein. Wie warm ist denn bei dir gerade? Na ja, warte, guck. Boah, knapp 30. Wow, dann ist es aber ganz schön warm bei dir. Ja, darum musst du das Ding jetzt an, weil hier drin verschmachtet man. Ja, bei uns ist es nicht so warm. Also aktuell. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, wann genau, aber ich denke mal, dass da schon wieder die Sommerhitze ausgebrochen ist. Guck mal, Riesenrad, halb rechts von uns. Ich schaue schon die ganze Zeit, aber mittlerweile 90 Grad. Ah, okay, da. Schön. Sitzt da jemand drin, den wir rausknallen können, oder? Nee, im Moment, das ist ja nur ein Platzhalter für E-Pop, da kommt irgendwas. Bin ich am gestanden. Sequel war das, ne, der das macht? Jupp. Alles klar. So, ich halte noch mal so Ausschau nach der Bank. Kann ich den Pegel wieder offen lassen, sonst kann ich ja wieder aktiv reden. Ah, okay. Das Ding macht einen heiden Krach. Und das... Ja, kenn ich. Naja. Wie seht ihr es mit irgendwie häuslich werden hier? Ja, würde ich schon gerne, natürlich. Aber ich würde auch gerne irgendwo ein bisschen weit vom Schuss sein. Also mit den Autos, ich meine, haben wir jetzt natürlich eine super Grundlage, um das aufzubauen. Ja. Die Frage ist dann, wohin, oder? Da vorne steht ein Auto auf der Straße, ne? Ein Zivi-Auto. Ist das in der Stadt drin? Das ist der. Geht das im Telefon noch? Ja, geht. Ah, super. Ich deposite mal 1203. Nein. Und gebe dir gleich den Rest. Oh Gott, umso mehr Geld man überweist, umso länger dauert's, ne? Ja. Oh, scheiße. Ich bin noch nicht mal beim Viertel. Müssen da mal gucken, dass wir das irgendwie rauskriegen, weil das ist ziemlich ätzend. Ja, es ist... Ich meine, habt ihr hier... Es stand auch, ich habe auch irgendwo gelesen, Safe Zones irgendwo in der Ansage. Aber es ist nirgendwo eine Safe Zone definiert oder man kann es nirgendwo nachlesen, was eine Safe Zone ist. Da wäre das dann ja egal. Aber ich kenne es von anderen Servern halt, dass die Trader... immer ganz gut abgeschirmt sind und ganz gut optisch das erkennbar ist. Na gut, wenn du sagst, der Server läuft seit einem Tag, will ich jetzt überhaupt nicht meckern. Das ist ja noch voll in the making. Also Leute, wenn ihr jetzt die letzten Folgen geguckt habt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Jungs unterstützen. Und es gibt nichts Besseres als Unterstützung, indem man hier spielt, plus Input. Das bedeutet, geht auf die Leute zu, schaut auf den TS, sagt mal Hallo, sprecht die Leute an und fragt vielleicht, ob ihr mithelfen könnt oder ob ihr spielt, wenn ihr Bugs habt, etc. Ist ganz wichtig. Also die können auch nicht alles alleine machen und ohne Spieler findet man alles recht schwer raus, was denn geändert werden sollte oder was angepasst werden sollte. Ja, also wir haben das auch auf der Webseite extra im Forum angelegt. Für Leute, die Bugs melden wollen, können sie da machen. Sind wir auch perfekt. Sehr froh drüber. Sehr cool, sehr cool. Transfer complete. Okay, dann kann ich dir jetzt aber wahrscheinlich hier mit I, genau, kann ich dem Homer und Bart. Kann ich, wenn ich dich anklebe, muss ich dann Transfer oder der Piste drücken? Transfer eigentlich, oder? Ja, ne? Ich frage mich nur, ob ich das gerade von meinem Bankaccount dann weggeht oder ob das jetzt aus meinem Bargeld rausgeht. Und es dauert genauso lange. Oh Gott, das ist ätzend, ey. Ja, dauert es halt dann auch nochmal so lange, dass aus dem Bankkonto. Ja, wenn jetzt das von meinem Bankkonto auf zu dir geht, werde ich das sowieso nochmal machen müssen, dass ich das, was auf meinem, was ich jetzt mit mir rumtrage, aus Bankkonto schiebe. Von daher. Ja. Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, wir hätten jetzt zwei Hunter verkauft. Dann würdest du hier 10 Minuten stehen, bis das Geld auf dem Konto ist. 5000 Krypto? Ich habe mir 25.000 Krypto einbezahlt. Bin am Eisen gegangen in der Zeit. Da, als du zurückkamst, war bei der Hälfte, oder wie?
Ich finde das ätzend. Es ist auch super ätzend. Warst du das? Nein. Dann helf mir mal, ich kann mich gar nicht bewegen. Ja, ich suche gerade. Voll assi, diese blöde KI, mich einfach beim Schalter, am Bankschalter abknallen hier. Boah, die ist aber ziemlich schnell. Bleib mal in der Nähe, Homer, nicht, dass das mit dem Transfer mir abbricht. Wow, shit, oh shit, oh shit, oh shit. Na, so der sehr schießt nah. auf mich, glaube ich. Ja, ich geh jetzt mal ins Haus rein. Ah, ich sehe ihn. Nice. So, hast du jetzt. Ich habe jetzt gar keine Krypto mehr. Jetzt müsstest du eigentlich das mit dir Ja, rumtragen. okay, habe ich gleich auf dem Bankkonto. Okay, so. Hä? Ah, shit, ich habe auch noch 1300. Ich hab's. Ja, ich hab's dir von meinem Konto überwiesen. Ich muss auch nochmal. Das ist ja. Das ist eigentlich der Sinn dahinter, warum das dann länger dauert, wenn man Keine Ahnung, Krypto die fanden es einzahlt. wahrscheinlich. Wahrscheinlich musst du die 1303 Krypto durch den Einwurfschlitz der Telefonzelle einzahlen. Und bei 1303 Ja, Münzen könnte es ein bisschen Buchstabe. dauern. Ja, du liegst da auch sehr cool da, sehe ich gerade. Ich überlege mir gerade, ob ich den unter Feuer nehme, aber da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Naja, ich bin gerade am Krypto einzahlen, bin nur bei der Hälfte. Lass ihn einfach ein bisschen fliegen. Ja, Und der will Roma. gleich landen und was absetzen. Roma, du auch einzahlen, solange ich das über. Oder hast du schon eingezahlt? Nein, also ich hatte es gleich beim Konto. Das hast du mir bewiesen hast. Ach, das ist auf deinem Konto gewesen. Ja. Ah, okay, nice. Das ist schon was Gutes. Alles klar, das heißt, die Transaktionen laufen direkt übers. Wurdest du jetzt beschossen oder hast du geschossen? Nee, ich habe einen Schuss abgegeben. Oh Mann, oh Mann, ey. Können wir uns kurz darauf einigen, wenn wir uns, nur wenn wir es uns merken können, weil ich glaube, das kann manchmal ich nicht mehr selber. Wenn einer schießt, dass er sagt, ich schieße jetzt oder ich werde feuern oder eröffne Feuer Ja. oder so. Nur, Okay, dass ich wir wissen, ob versuch's. wir beschossen werden oder ob wir schießen. Das wäre voll nett. Könnte natürlich sein, dass dann so eine Gegenfrage kommt wie warum von mir, aber. Alles klar, Krypto ist auf der Bank gewesen, safe. Okay. Bei einer Feuererlaubnis füllen Sie bitte Das Formular Formular. XY aus. Genau. Was machen wir mit dem Auto da vorne? Verkaufen? Könnte man eigentlich, wenn hier schon Händler ist, oder? Ja, dann fahr ich dich schnell davor und dann kannst du wieder hier Jo. zurückfahren. Wer hat jetzt geschossen? Ich habe nicht geschossen, ich sitze im Auto. Ich auch Wir nicht. Warte, werden rechts von uns geschossen. vorne. Mit dem Haus. Ich habe noch keinen Sichtkontakt. Auch nicht. Bleib mal zurück mit deinem Truck, fahr mal zurück. Ich schütze dich mal ein bisschen. Ah, okay, hinter uns. Oben auf dem Berg. Ja, das ja, ist ja. Der Helikopter, Helikopter, Helikopter. Übles Ding, Mann. Das war einfach der Helikopter, ey. Wenn wir nur den Heckrotor treffen würden, ne? Wird schon reichen. Jetzt ist er weg. Ey, wir haben doch eine Lynx. Wie bitte? Wir haben doch eine Lynx. Ja, hier im Hunter. Na, dann nimm dir das Ding und gib ihm. Ja, haben wir. Mal 12 mm dürfte durchkommen. Jo, wir haben das keine Munition, sehe ich gerade. Munition müsste drin Ah, ganz sein. unten, okay. Nächste Problem, Scope, da ist es. Wunderbar. Bin gerüstet. Nachladen. Schnell Ralf, schnell Ralf. Mach was. Einmal. Oh! Hier steht ja viel Schuss. Nee, kann nicht sein, oder? Ach Gott, mein Inventar war voll, deswegen. Mann, ey, mit der Munition manchmal, ne? Gibt's bei dem Händler vielleicht einen Granatwerfer? Wir haben einen im Auto. Komm ich so weit? Wir haben Granatwerfer im Auto oder mit der Ja, nicht nur sagen, Penetriert.
Als Scope kann ich auf wie viel Meter? Okay, kann ich sagen. Eli kommt zurück. Wir haben ein Entfernungsmesser, ne? Wenn du Bock hast, kannst du mal draufziehen. Dann weiß ich, wie viel steht. Da hat auf 950 Meter ist er gerade, ne? Ja, 333. Dann stelle ich mal von 900.000 auf 900 und schieß jetzt mal. Dann sagen, wie weit, wie weit, wie weit? 700. Weiter, 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 weiter sagen. 100. Was, 100? Jetzt hast du ein 500. Gutes Ziel, da steht was still. 400. 350. Steht fast still, ist gut. Ja. 300. 350. 200. Das sieht aus, als würde ich zwar treffe ihn, aber das passiert nichts. Also, glaube ich, ich schieße auf den Heckrotor. Hast du ihn? Heckrotor, ja. Nice. Ah, der fliegt doch noch was gut dafür. Ja, also, ich und die Links, ne, wir werden keine Freunde, merke ich gerade. Ja, ich habe eigentlich schon eigentlich alles richtig eingestellt und so, aber ich habe auf den Piloten geschossen, aber wem soll ich den jetzt mal probieren? Soll ich? Ja, ich droppe den mal hier. Muss nur nochmal ein A, kommt schon wieder zurück, Vorsicht. Na, ich muss meine erst deponieren. Hast du Munition dazu? Droppe ich auf die Leute. Ah nein, ja doch, hier. Bei letzter Vorsicht, pass auf. Joa, tot! Ja. Alter! Heckrotor, das ist doch ein Heckrotor, Leute. Der runter? Also. Hey. Haben wir ein Kit dabei, das mich reviven könnte? Ich weiß, dass wir einen Aufsatz haben. Ich glaube, einen Multigun hatten wir nicht. Ne, die Multigun hatten wir nicht, ne? Ne, aber wahrscheinlich mit dem Medikit. Aber pass auf den Gegner auf, bevor er mich revived. Ich bleibe jetzt hier erstmal liegen, ne? Jo. Ja. Aber sag mir, wenn es zu lange dauert, weil dann respawne ich, ne? Weil ich. Ne, das. Ich glaube, ich habe einen Piloten rausgeschossen. Okay. Soll ich. Sag mir bitte, respawn oder nicht? Nein. Okay. Weil mein Bild ist total langweilig. Man sieht eine Zahl und ich schaue auf den Heck von unserem Truck. Okay, alle tot. Schütze, Pilot, alles tot. Sehr cool. Und der Helikopter ist immer noch am Start, obwohl ich drei Magazine mit der Links drauf geballert habe. Ich auch noch, also Magazine sind leer jetzt. So. Okay, der Heli ist gerade einfach despawned. Wirklich? Ja. Ja. Okay, cool, mal danke. Wie hast du mich jetzt wiederbelebt? Ah, ich habe da so ein Package gefunden. Okay, verstehe. Okay. Alles wieder da, alles so wie es gehört. Freut mich. Cool. Das heißt, also links haben wir jetzt keine Munition mehr? Also das heißt, diesen Helikopter abzuknallen bringt überhaupt nichts, weil er despawnt, oder wie? Jo. Okay, merken. Weil damals unsere komplette Linksmunition dran verballert gerade. War das nicht auch mal so ein Ding zum Aufmachen? Nee, ne? Okay. Das ist generell wahrscheinlich nicht ratsam, auf so einen Hubschrauber das Feuer zu eröffnen. Weil dann dreht er um und schießt zurück. Ja, der hat auf uns. Ah ja, das war's, der du, stimmt, du hast einmal auf den geschossen. Jetzt hätten wir einen Schuss, ja. Ja. Also, der Plan war ja eigentlich Basebuilding, wie du schon gesagt hast. Grundvoraussetzung dafür, was brauchen wir jetzt erstes? Den Störsender, wie heißt, ne? Holz, stimmt. Wir haben eine Chainsaw, das ist schon mal super. Benzin haben wir, glaube ich, ja, Benzin sollten wir haben. Ich habe einen Kanister, habe ich ins Fahrzeug gelegt. Homer, fährst du den schnell zurück zum Trader? Oder wie auch immer, Homer oder so ich? Oh shit, KI. Links ist noch einer ausgestiegen, links noch einer ausgestiegen, links, Achtung, links. Down, alle down. Alter, was war das denn? Warum sitzen da drei KIs in dem Auto eine halbe Stunde lang, während wir mit dem Helikopter kämpfen? Was zum Fuck? Ich hab da nicht mal hingeguckt, aber keiner hat sie gesehen, ne?
Alter, kommst du auf einmal einfach nur Man sieht dir mal die Tussi rein, Mann. Der hat einfach einen lila einen Latexanzug an, Alter. Wie ist die denn drauf, ey? Wie geht's der denn, ey? Sag mal guten Morgen, Alter. Ja. Ich hab auch despawned. Cool. Alter, was ist das denn hier? Guckt euch das Massaker, Mann. Ey, ganz ehrlich, zwei Typen und zwei Frauen mit Latexanzügen. Was zur Hölle haben die hier gemacht? Das Auto hat sich nicht bewegt. Leute, Leute, was haben wir da gefunden, ey? Oh. Da wollen wir nicht weiter drüber spekulieren, nicht wahr? Wir denken uns unsere Sache. Ja, pass auf, wenn die Frauen jetzt auch noch so 200, 300 Krypto dabei haben, wissen wir, was Sache ist, ey. Alter Schwede, ey. Mädels, Mädels, ey. Also hier liegt Krypto. Hm? Zwischen den Beinen der Frau. Oh, eine Lockbox habe ich gefunden. Die Tussi hat die Tussi hat eine Lockbox dabei. Das ist schon immer, mal gut. Immer safer Lockboxen hier. Haupttuchkarte, dieses Ding wie kein Mensch. Tauchgerät, brauchen wir Tauchgerät? Nee, ne? Nee. Wie war das? Kluge Köpfe schützen sich. Im Tauchgerät? Ah, 75 Krypto beim Mann. Vielleicht sind sie noch nicht dazu gekommen, vielleicht haben sie noch verhandelt. Wer weiß so genau, was hier gerade passiert ist in dem Auto. Aber die Krypto hier kriege ich nicht, weil die Waffe da vorliegt, ey. Na warte, ich habe glaube noch Platz für die Waffe. Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, die kann ich sogar selber nehmen. Warte mal, ich habe Platz. Ich habe uns MRCO runtergenommen. Okay, 56 läuft. Aber die, sorry, aber die kann da liegen bleiben, die MK. Nimm hier mal, da liegt doch noch Krypto. Was, Krypto? Ja, hier ist zwischen den Beinen der Tussi. Ah, hallo, Krypto. Nimm Krypto von Tussi, 45. Schnell mal kurz in den Mülleimer gucken hier, nicht, dass wir es verpassen. Du weißt ja, wir sind bei Milf Hunter. Stimmt, Mann. Das habt ihr doch reingeskriptet, das Auto hier. Warte. Ah, das war echt gerade krass, oder? Hat keiner geschnallt, dass da vier Leute im Auto sitzen. Nee, vor allem keiner auch geguckt. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass da nicht. Wir haben halt vier geile Autos. Wir haben echt vier geile Autos gefunden bisher. Und da war nie jemand in der Nähe. Und jetzt kommen wir auf so einen scheiß Sportwagen und da sind auf einmal vier Leute drin, weißt du? Echt crazy, Mann. So, Holz. Ich würde sagen, ein bisschen raus aus der Stadt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Da hier rechts ist ein Sofa. Ja gut, das ist eigentlich völlig egal. Wir haben ja alles genug. Wir haben genug dabei von allem gerade, oder? Also von links Munition. Außer von links Munition. Du vom alten Hotel? Also eine gute Idee. Das ist aber halt schon ein bisschen Hotspot, oder nicht? Oder zumindest da in der Nähe. Ja, das sind ja viele Bäume, ne? Und das, was ich gerne machen würde, ist, haben wir in der Nähe irgendwo, warte mal, ich fahr mal kurz rechts ran, nicht, dass du erschreckst. Dass wir vielleicht einen Spot haben, wo wir in eine Richtung gar nicht da schützen müssen. Wo sind wir denn gerade? Ja, da haben wir Wasser im Rücken. Da musst du mir kurz die Koordinaten sagen, oder wohin fahren müssen. Hier. Welchen Chat hast du? 229, 226. Gut, dann fahren wir da hoch, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Wie weit sind wir jetzt davon entfernt? 5,5 Kilometer, alles klar. Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie wir mit unserem Fahrzeug da hochfahren, ein paar Bäume fällen und vielleicht noch die ein oder andere Latex-Tussi auf dem Weg aufreißen. Danke, Homer. Und danke auch DMD. Links wie immer in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.